Hallo und willkommen zu einem neuen PSA Send-Off Video. Und zwar ist das jetzt nicht nur ein Video. Wir müssen das leider in mehrere Teile splitten. Es sind recht viele geworden. Sind, na, ratet mal, 2500 Karten diesen Monat. Ich war schon hin und weg, als wir letzten Monat knapp 1200 hatten. Ich war so, wow, krass, geht denn noch mehr? Und ja, es geht noch mehr. Und zwar mehr als das Doppelte. Von 1200 auf knapp 2500. Und ja, über 50 Einsender. Wir fangen auch direkt mit dem ersten Einsender ein. Und zwar haben wir als erstes Julian. Julian, danke fürs Einsenden. Und wir gucken uns jetzt im Laufe des Videos hier einfach alle schönen Karten an, die bei uns eingeschickt wurden. Die ist super hier, die First Edition Neos. Die werden auch immer irgendwie seltener bei Einsendungen. Ich finde, ja, ist halt nicht mehr so einfach für Edition in Mint-Zuständen zu bekommen. Was aber halt auch immer mehr kommt, sind Booster. Booster, Oliver, danke dir für die drei eingesendeten Booster, alle deutsch in First Edition. Weiter geht's mit Lars. Lars hat uns 16 Karten eingeschickt. Die finde ich wunderschön. Wow, gibt euch das. Sehr schöne Karte. Dann Mewtwo GX, dem Carpador, die EX-Karten hier, also ein bisschen neuer, die finde ich wunderschön. Sie so ein Herz formbildet mit Latias und Latios. Danke dir. Dann kommen wir direkt weiter. Michael, 14 Karten, Dragonite EX. Und der sendet uns in Glurak rein und gibt euch dieses schöne Glurak. Ich habe übrigens meine Meinung zu Low Grades irgendwie komplett geändert. Ich war früher immer so, oh, es muss unbedingt PSA 10 werden. Aber mittlerweile finde ich die, also wenn dann schon richtig kaputt, die haben so richtig Charakter. Da ist so eine Geschichte dahinter. Hat irgendein Kind mit der Karte wirklich gespielt? Da ist sie im Schulhof irgendwo gegen eine Wand geworfen oder whatever. Ja, freut mich sehr zu sehen. Natürlich freuen mich auch gute Zustände. So ist das. Aber ich habe ja ein bisschen meine Liebe für richtig Plate-Karten irgendwie entwickelt. Danke dir fürs Einsenden. Als nächstes haben wir hier den Pokémon Hunter Simon. Simon sendet uns Karten ein und Booster. Na, fangen wir an. Na, Booster. Geil. Japanisches Booster. Hier, was für ein geiles Artwork hier mit dem Schleimer. Super, super cool hier mit der Explosion vom Vulkan. Echt sehr schöner japanischer Booster. Und natürlich darf natürlich in keiner Submission fehlen. First Edition Base Booster. Im Deutschen. Kommen wir zu deinen Karten. Wir haben hier ein First Edition Detektor, da haben wir GX, Shiny Glurak, im Japanischen, im Englischen, eine sehr, sehr wertvolle Karte, genau wie die hier. Glurak First Edition, sieht doch echt schön aus. Noch einer in First Edition, noch ein Charizard, Glumanda, mehrmals. Ihr müsst ja ein bisschen aufpassen, diese Toploader, die hängen auch gerne mal ein bisschen so zusammen. Dieser Samen, also jede Menge. Non-Holos, dann ein Mew. Two. Der sieht geil aus. Totok. Und wenn wir schon zwei Gluraks haben, dann natürlich auch zwei Totoks. Was sonst? Machomai. Zapdos. Dann diese GX-Karte. Pipi. Oh, einen französischen. Bulles du Ö. Irgendwer so. Ich weiß es nicht. Ja, geil. Wo hast du denn die da aufgetrieben? Dann wieder in Englisch, im Deutschen. Strudel, Magneton. Dann wieder Französisch. Ganz spezial. Ich glaube, das ist Französisch. Technon. Ist schon wie so ein Digimon. Geil. So, Mewtwo. Deutsch und Französisch. Alakazam. Dann ein paar Non-Holos. Pikachu. Ach, die sind auch so teuer geworden. PSA 10. Heißt noch, diese Woche habe ich zwei für 300 € verkauft. Die Dinger gehen auch so für 200, das ist krank, die Starter. Bibor,
Noch ein Pikachu, noch ein Glutexo, noch ein Pikachu, noch ein Pikachu. Und noch ein Pikachu. Danke dir, Simon. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße. Und kommen wir zum nächsten. Hier haben wir echt irgendwie ein bisschen was Seltenes, was ich nicht so oft ins Gesicht bekomme. Ja, ihr merkt schon, die Karten, die machen auch meine Sprache ein bisschen Schrott, die ich nicht so oft vor das Gesicht bekomme. So, und zwar habt ihr sowas hier. Das ist nice. Wieso sind die denn jetzt hier falsch rum? Naja, machen wir gleich wieder richtig rum. Auf jeden Fall ist das eine chinesische Karte. Mega nice, findet man, also ich sehe wirklich sehr, sehr selten First Edition Chinesisch, eigentlich fast nie. Da haben wir hier noch Venusaur, auch wieder hier chinesisches Magneton. Also sieht halt ganz anders aus als im Japanischen. Sehr, sehr selten. Das hat auch einen geilen Zwirbel. Die Screen-Promos, unglaublich schön. Auch geil. Neokarten. Ja, Neokarten sind immer so prima. Da schon wieder. Chinesisches First Edition. Woher hast du die? Cool, vielleicht, weiß ich nicht, ein Pack aufgemacht. Wäre interessant zu wissen. Da auch sehr nice. Holoblite Version davon ist auch ziemlich geil. Na, und so weiter. Und dieses super geile Mew. Und, na, First Edition Chinesisch. So, die lege ich hier ganz nach vorne. Die muss ich einmal umdrehen. Und dann sind die auch ready. So ist natürlich auch am besten für PSA-Einsendungen. Ne? Also einmal hier in so einem Soft Sleeve und dann in so einem geilen Card Saver. Das ist immer am besten. Weiter geht's mit Jan. Jan sendet uns auch jede Menge Pokémon. Surfen Pikachu. Das ist eins meiner Lieblingsartworks von Pikachu. Mew. Oh, noch ein Surfen Pikachu. Dragonite ist auch ganz geil. Charizard natürlich. Hier die Evos, die sind auch ziemlich stark gestiegen. Danke dir für die 21 Karten. Und wir haben hier einen weiteren Einsender mit einer einzelnen schönen weiteren Karte. Eine Promokarte. Michael, danke dir. Auch ziemlich schön aus. Ja, das ist so eine Karte, die irgendwie jeder gefühlt mag. Und kommen wir zu Erik. 30 Karten. Pokémon. Ist nicht alles, was man hier so einsenden kann. Fußball. Ich habe so ein bisschen meinen Instagram-Account verfolgt, der wird mitbekommen, ich habe mich momentan richtig krass auf Fußball jetzt gestürzt. Und das hier ist jetzt Basketball, Luka Doncic. Das ist ein echt guter Spieler. Und halt sehr, sehr stark auf solche limitierten Karten. Das ist richtig cool. Beim Fußball gibt es limitierte Karten und dann steht zum Beispiel, das ist jetzt die 19 von 125. Also 125 gibt es in dieser Version mit dieser speziellen Glitzer und das ist die 19 davon. Und da gibt es auch hier solche unglaublich geilen Unterschriftkarten. Also ich finde auch generell im Fußball sind halt Unterschriften viel, viel begehrter als ein Pokémon, weil der Spieler selbst ja da drauf unterschrieben hat, beziehungsweise er unterschreibt hier auf einen Sticker. Ihr seht das ja hier so ein bisschen glänzend. Er unterschreibt auf einen Sticker und der wird dann auf die Karte geklippt. Es gibt aber auch Fußballkarten, wo der direkt mit der Hand auf der Karte drauf unterschreibt. Die sind natürlich noch ein Stück begehrter, finde ich. Die hier ist auch limitiert. Davon gibt es 50 Stück und das ist die 45 davon. Ja, Kai Havertz, das ist auch so ein guter Spieler. Das sind seine Rookies. Rookies sind immer die ersten Karten. Das ist 2018. Tiger Woods. Boah, das ist geil. Ja, Harvards-Fan. Finde ich auch gut. Erik, danke dir. Und weiter geht's mit dein. Oh, ja, geil. Auch eine MVP, auch sehr, sehr vielversprechend. Eine Fortnite-Karte. Sieht auch ziemlich cool aus. Denkt ihr? Und ein First Edition Team Rocket Nono. Geil, ein Cristiano Ronaldo. Es gibt teilweise echt so übertrieben nice Karten im Fußball.
Die ist auch geil, LeBron James, das ist so ein richtiger Glurak. Ja, Glurak. Und Iron Robin. Das ist vielleicht der Rookie, glaube ich. Also, ja, ganz nice. So, danke dir. Und Lukas, F-Karten. Glurak in unlimitiert, dann einmal in First Edition. Visa Floor. Na, nochmal Glurak. Turtok First Edition. Glens Arcani. Oh, eine Shadowless-Karte. Shadowless, weil da hier kein Schatten ist, wie hier. Also im Englischen gibt es das nur und mega nice. Natürlich gibt es hier auch in First Edition. Und das hier, Raichu hier, ist aber First Edition Fossil. Danke fürs Einsenden. Ja, kommen wir wieder zu einem großen Stapel. Martin, danke fürs Einsenden. Ich mach's so, glaube ich. Schauen wir uns mal so die Karten an. Wir haben hier ein paar First Edition Base, dann japanisches Promo Glurak hier, Mew, jede Menge GX. Oh, die hier, VMAX, auch geil. Charizard. Eine geile Mischung aus alt und neu. Das finde ich auch cool. Meine Sammlung besteht jetzt auch mittlerweile auch auf ein paar neuen Karten. Auch wenn ich hier Base Sets heiße und eigentlich nur Base Set mache, aber hier. Lass mich natürlich nicht gedanklich auf eine Sache fest. Natürlich bin ich offen für neue Karten, zum Beispiel diese Shiny-Karten finde ich auch cool. Und ja, Weg des Champs, die Gluraks davon, die finde ich auch richtig nice. Pikachu. Jede Menge Karten. Es waren jetzt 83. 83 Karten von Martin. Danke dir fürs Einschicken. Ist immer ganz geil, glaube ich, zu wissen, was die Leute so einschicken. Und ja, der größte Einsender hier in diesem Monat. Ich muss hier eben kurz zur Seite. Ja, Marcel. Marcel, 121 Karten. Boah. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Es sind nur Fußballkarten. Die gehen hier alle in Express. Also bei uns kann man immer natürlich Express und Standard nehmen. Und er hier will hier alle Karten in Express haben, so schnell wie möglich alle schönen Fußballkarten. Deswegen ist ein recht guter Freund von mir. Und ja, er hat sehr, sehr viel Fußballkarten gekauft. Die sind ziemlich nice. Gibt so PSA 10 so um die 5000. Diese Ronaldinho-Karte ist nice, weil die hier so eine Rifflung hat. Da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Dann das hier ist das erste Prism-Set. Prism, das ist so eine Art Set, die immer wieder rauskommt. 2014 zur WM in Brasilien kam das erste Mal raus. Und deswegen ist das relevant. Also bei Sportkarten redet man oft auch von relevanten und nicht relevanten Karten. Und was war so quasi ein besonderes Ereignis? Und dieses Prism-Set ist halt im Basketball eins der wichtigsten Sets und deswegen war es natürlich sehr krass, dass das erste Prism-Set für Fußball rauskommt. Und dann haben wir hier Haaland Rookies. Das sind die Rookie-Sticker mit dem weißen Border. Dann haben wir diesen französischen Neuling, das ist ein Rookie auch sehr gut. Imovimovic Rookie. Und ist eins Blueback, davon gibt es nämlich seltene. Oh, nur eins schwarz und zwei Blueback. Iniesta Rookie, also er hat hier wirklich die Creme de la Creme. Manchmal steht es auch drauf, Rated Rookie, das ist ein Optik Holo, außer teuer. Hui, da kann man ja echt neidisch werden, also egal welcher Fußballfanatiker jetzt hier einguckt, boah, geil. Mega geile Karten, mega gute Spieler, den kennt ja bestimmt der ein oder andere. Ja, Mbappé, das ist der richtige Rookie aus 2016. Auch geil. Da ist so ein alter Herr, davon eine Prism-Autograph-Karte, auch geil. Ja, schon sehr, sehr coole Reina. Davon gehen die ganzen Amis gehen da richtig drauf ab. Ja, was denkt ihr? Sollte ich mal so ein Video nur für Fußball machen? Greenback, das ist auch sehr teuer. Dann ein bisschen mal hier, ein bisschen die Leute ein bisschen up to date bringen. Ich bin fasziniert davon. Mir macht es unglaublich viel Spaß, hier Fußball zu sammeln. Deswegen,
wenn ich hier Fußballkarten sehe, wie hier von Marcel, dann dreht sich das bei mir ein bisschen, weil ich finde es super nice. So, danke dir. Und kommen wir weiter zu Nummer 2, Martin. Auch Martin sendet uns 20 Karten ein. Wir haben hier wunderschöne Rocket im japanischen, Bass im japanischen. Aber dieser Floor, die Starter, das ist ja super cool hier. Das ist eine Holo-Version, die finde ich super geil. Das sind die McDonald's. Ihr seht hier auch unten McDonald's-Zeichen. Und ja, dieses geile hier, dieses Squirrel. Und hier auch von McDonald's, die Starter. Mega schön. Sind auch im PSA 10 gar nicht so günstig. Als nächstes Mohammed. Mohammed sendet uns auch viele Karten, 80 Stück. So, grüß dich erstmal und ja, schauen wir uns mal deine coolen Karten an hier. Erstmal englische unlimitierte Karten quer durch, Fossil, Rocket, dann tja, der Glurak im Base Set 2. Echt, ups. So, da wollen wir mein Handy gerade nicht mehr. Base Set 2. Also ein Misch aus allem, geil. Vielleicht alles Holos. Schöne Sammlung, muss man sagen. Würde mich echt mal interessieren, ob die mal in so einem Binder lagen die ganze Zeit und du die jetzt hier einfach rausgepackt hast. Pinsir. Oh, geil. Das ist sogar schöne Hoho-Karte. Blastoise. Die erinnere ich mich immer als Kind. Das war, glaube ich, einer meiner ersten, die mir gekauft wurden da für 30 Mark oder so. Und das war damals so wie, jo, das ist das ganze Geld, was du dich in den letzten 3 Jahren besessen hast, quasi. Firespin. Und Dragonite. Danke dir. Danke, Mohammed. Danke fürs Einsenden. Wir passen gut auf deine Karten auf. Und freue mich natürlich, wenn die Grades wieder da sind. Und kommen wir zum letzten für dieses Video. Anti. Was schickst du uns alles Schönes gerade? Ein, ja, Blastoise mehrmals. Ja, nicht nur eins. Oh, ist da eine ganze Armee. Boah, das muss man sich einmal ansehen. Ich könnte das hier als, ich nehme das glaube ich einfach als, na, geil. Charizard auch in Unlimitiert. Oh, in First Edition. Ich sag ja, die First Edition, die werden immer seltener bei den Einsendungen. Die meisten Sachen sind halt einfach schon gegradet. Und ja, immer mehr weniger Leute kommen an diese Karten an. Tops, auch sehr geil. Davon gibt es auch sehr viele Versionen. Oh, wie süß. Shigi. Nonhulos First Edition in Jungle. Ah, das Pikachu. Geiles Artwork. Die finde ich auch ziemlich ganz. Ah, und den hatten wir auch, glaube ich, schon. Geil. Also, sehr schöne Karten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch mehr Karten sehen wollt, ihr merkt schon, das Ende ist jetzt ganz gut. Dann bleibt dran, hier im nächsten Video. Und weiter geht's mit den nächsten Einsendern.